Moin Leute, willkommen zur neuen Folge von Let's Play Pokémon Kristall. In der letzten Folge haben wir den dritten Orden geholt. Hup, hup, hup. Tatsächlich war Bianca nicht so krass wie in Hard Gold Soul Silver. Warte, ich guck mal ganz kurz. Route Nummer 35. Was gibt's da so Schönes an Pokémon zu finden? Fukano! Aber nicht nachts! Ja, nee, ne? Es gibt nur Traumato und Pummeluff. Und Anton. Und Hut. Ah. Vulpix. Oh, Blood. Tackle. Damit zum Schnitt alle drei Folgen machen wir in der Arena. Wenn man den Pokéliga da mitzählt und den Champ, sind es 20? Ne, sind es 18? 36? 54 Folgen. Also es wäre da ungefähr so viel wie bei Pokémon Heart Gold damals. Hallo. Das ist wieder ein Doppel-Einzelkampf. Ach nee, sogar ein Einzelkampf nur. Sandan. Oh, Alter, mir ist übel kalt. Ey, ohne Scheiß, wird zu lustig. Wir hatten letztens so warm bei uns. Und jetzt wieder, ey, kaum ist es nachts, ey, merke ich, meine Dachgeschosswohnung wird so übel kalt. Synthese. Ja. Für Reflektor. Damit der vierte Orden wird ja so easy werden. Nein, wäre da bleiben wir draußen. Nein, geh daneben. Weil die vierte Arena ist von Typ Geist. Meine ich? Meine ich war Typ Geist. Ja, Jens, der Geist-Arena-Leiter. Die Mucke da. Der hat auf jeden Fall einen Nebulak und drei Apollos. Also Nebulak Level 21, Apollo Level 21, 23 und 25. Ach, das ist, weil wir eine Pokémon mit einer Psychoattacke haben. Relativ einfach geht. Oh, Pikachu. Da 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 da.
Ich habe also Pokémon gerade Daten erhalten. Ich glaube, ich bin gut. Ach. Camper. Mann, ey. Ein Dickter, okay. Batz! Oh, Dickter Level 14 sogar, uff. Das dürfte easy sein. Ah, One-Shot. Mann, ey, die Mucke. Nein, ich dachte, das wird ein schöner Doppelkampf. Weil so hätte ich vielleicht einen Doppelkampf triggern können. Magma, als ob. Okay, bye. Das wird schwer. Oh nein, wir sind vergiftet. Uff. Oh Gott, nein! Hältst du durch, hältst du durch, hältst du durch! Level 24, nice. Oh Gott, nein, das war's. Ende. Okay, ich wechsle mal auf Hotspot. Flip, Ende. Smetball! Konfusion! Uff. Smog, uff. Haha, oh. Oder auch vergift! Was ist denn los? Jongleur. Drei Pokémon. Voltoball! Level 2, oh Gott sei Dank. Ich bleib draußen, ich gehe jetzt so down. Nee, doch nicht!
Lange ist immer one-shotted, alles gut. Ah, oh, Level 10, aua. Okay, wir sind raus. Uff. Uff. Okay, seid nicht wieder abgezogen. Nice. So, ich hab locker ein... Ja, ich hab nichts dabei. Ah, egal. Da hab ich... Ich hab zwei Beleber. Lol, stimmt. Oh, nice. Döp. Mann, ey, die Soundeffekte aus Pokémon sind immer so geil. Ich glaube, nach der Folge werde ich noch maximal zwei Folgen aufnehmen, dann gehe ich pennen. Dann gehe ich safe pennen. Ich hab ein TV, wir trainieren einfach kurz Smetbo. Ah, wir haben gar kein Pokémon, was gegen Stahl effektiv ist. Lol. Aber ich glaube, Arena 5 müsste Stahl sein. Und dann müsste Kampf kommen. Nee, Kampf, dann Stahl. Dann kommt Eis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danach kommt Drache. Also in Johto müssen wir nur noch gegen Geist, Kampf, Stahl, Eis und Drache. Wovon Geist und Kampf gar kein Problem werden. Wenn wir ein Feuer-Pokémon hätten, hätten wir einen Vorteil. Bei Feuer-Pokémon, da hätten wir nämlich den extremen Vorteil, weil da hätten wir, wie heißt, können wir nämlich direkt die Stahl-Arena und die Eis-Arena machen. Oder eine Feuerattacke mindestens. Oh. Ich weiß aber nicht, wer Feuerschlag erlernen kann. Ich habe geguckt, wer die PM Feuerschlag erlernen kann. Ja, sorry, dann mal gleich kurz ins Einkaufs... Oder nee, ich könnte eine so googeln. Altschlag wäre gegen Drachen nämlich extrem effektiv.
Hältst du durch, komm schon, hältst du durch. Na, als ob. Na, ich guck mal kurz. Pokémon TM Feuerschlag. Alter! Ich wüsste, dass er auf Amazon gehen will. Als ob. Ah, ich wollte schon sagen, wir haben gewonnen. Ja, ich guck mal ganz kurz. Generation 2. Abra! Abra! Sollten wir einen Psychokoko noch dabei? Maschok haben wir nicht. Georock. Kleinstein kann es auch, okay. Slimer. Nebula nicht. Gengar kann es erlernen. Traumato. Hypno. Naga. Relaxo. Magma. Lectek. Mewtwo. Jungblut. Ja, dann gehen wir mal kurz zurück und holen nochmal schnell Dings. Abra. Ich weiß nicht, ob man auf Route 35 einen Abra fangen kann. Und wenn, muss ich gucken, zu wie viel Prozent. Mewtwo Route 35, Abra nein, gibt es nicht. Heißt, wir müssen auf Route 34 zurückrennen. Weil so nochmal ein Pokémon sind, dann müssen es eigentlich eh nicht so schlecht. Zu wie viel Prozent taucht dann Abra auf? 10% Wahrscheinlichkeit. Hier hätten 2,5% da am Anfang, also 2,5% Wahrscheinlichkeit am Anfang. Ich hoffe, ein Superball reicht. Abra! Kampf, Schlafpuder. Tauschen auf Visor. Herr Schneider. Jawohl, ich schläft tiefenfest. Beutel. Superball los. Yes, 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 yes! Geil! Wir haben Abra. Ein weiteres festes Bestandteil unseres Teams. Oh, das ist der PC, das ist der PC. Da 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 da
nimm Abra. Ah, stimmt, es war. Ne, Brief wegen nicht. Hoch und ablegen. Hauptspross. Ablegen. Mitnehmen. Abra. Nice. Da müssen wir unter das Dach. Schön klingeln. Fünfte Etage. Ich bin im Stock. Ich bin oben ab. Dum, dum. Bistro, oder? Ne? Ah, das ist die Etage unter der Dachterrasse. Aha. Cool, wenn das auch funktionieren würde. Vielleicht sogar mein Haus. Ist es das mit dem grünen Dach? Moin. Kaufen. Feuriger Schlag. 3000, okay. Haben wir uns verticken? €600. Okay. Ah, wir erreicht. Ja, ich will noch einen Kauf, und zwar will ich jetzt Eisschlag haben. Warte, ich muss gucken, ob Eisschlag überhaupt auf Abra geht. Pokémon TM Eis. Eishieb. Eishieb, glaube ich, ist es, oder? Nee. Oder ist es wirklich Eishieb? Eishieb, meine ich, muss das sein. Na, das ist TM 33. Sekunde, aber TM 33. Das ist TM 33, okay. TM 33 kann von Abra, 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 bitte Abra, bitte Abra. Abra lernt werden, yes. TM 33 wird gekauft. Dann nochmal Psychokinese, und dann wäre es ein recht geiles Pokémon, bin ich ehrlich. Zornklinge können wir auch nicht anlernen. Feuerschlag, TM 48. Ahahaha, bra. Ahahaha, Eishieb. Nice, haben wir schon mal zwei. Weiß ich, will ich Zorn. Will ich wirklich Zornhieb haben? Jedenfalls kann ich diese Themen sich alle verkaufen? Fertigen, so. TMs. Anziehung, das ist eine Attacke, die ich nie brauche. Jawohl! Dem Schelle. Wenn es später Erdbeben gibt. Nice! Meine Kamera Feuerschlag. TM 41 holen. Der Elektro, also Elektroschlag. Nice! Ey, jetzt haben wir OP Abra. Donnerschlag. Ich hätte so Sekunden, dass ich das nicht erlernen kann.
Typisch Lotterie-Sound, Alter. Das, ich glaube, ob der immer noch, ich glaube, heute hat er gar nicht vertreten, aber Gen 4 war er noch vertreten. So. Wir sagen, müssen wir gucken, dass wir ein bisschen, war Abra trainieren. Ich kann mal kurz gucken über Fakten über Abra, welches Level. Ja. Abra. Abra entwickelt sich auf. Wartet. Level 16. Und per Tausch zu Simsala. Wen will man das denn erzählen? Jedes Pokémon entwickelt sich per Tausch gefühlt. Oh. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, wieso entwickelt sich denn jedes Pokémon bitte per Tausch? Oh. Aua. Man will einen doch wohl verarschen. Ach, gab's die Wettbewerbe noch nicht oder was? Hallo. Falls ich gewinne, erhalte ich die Pokédex-Sticker. Meins geht das okay? Hallo. Abras erster Kampf. Oh oh. Level 50er. Snubbull. Level 14. Aua. Feuerhieb. Bis Aua. Ah! Ah! Die Attacke ist sehr effektiv. Ja, okay. Soll ich erstmal gegen Gegner trainieren? Gegen richtige Gegner. Ich glaube tatsächlich mit Smetbow war echt gutes Pokémon. Sagen, Smetbow ist bislang eigentlich relativ im Vorteil überall. Die Käferarena war gut, die Normalarena, okay, der Lorblatt eigentlich hauptsächlich. Eigentlich eher seit ein Kombi aus beiden. Smetbow wird mir in Arena, auf jeden Fall in Arena 3 noch was bringen. In, warte mal, nee, in Arena 3. Entschuldigung, Arena 4 und 5. Arena 6, 7 und 8 ist dann Abras Aufgabe. Obwohl ich eigentlich auch schon. Eigentlich kann ich Abra sogar Arena 4. Wenn er eine Psycho-Attacke erlernt, wenn er Simsala ist, könnte ich ihn sogar Arena 4, 5, 6, 7 und 8 kämpfen lassen. Ich glaube, ich gucke, wie viel Erfahrungspunkte er braucht, um auf Level 11 zu kommen. Status 89. Gut. Donnerschlag! Tackle, uff! Yo!
Yes! Yes, 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 yes. Nice. Da, 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 da. Abra. Gegen Abra kann man noch. Abra kann ja nichts. Feuerschlag. Außer man hat den Blitz beigebracht, was einfach komisch unnötig ist, aber egal. Auf die Attacken nur daneben gehen. Ey, will euch verarschen? Nice, danke. Das war aber auch ein Volltreffer, nice. Was machen die Katzen schon wieder? Oh, Kadabra! Oh Gott! Ja, der kann Komposon, ja genau! Ich verstehe, irgendwas haben die Katzen wieder angestellt da draußen. Irgendwas haben die Katzen wieder angestellt. Das hört sich ganz verdächtig an heute oder irgendwas. Was sind die angestellt haben? Ich weiß gerade echt, was die Katzen gemacht haben. Weil die können eigentlich nichts machen, weil die können nichts umkippen. Deswegen, die können ja nichts umkippen und nichts. Aber da ist er nicht zum Umkippen. Aber... Und dann wechsle ich wieder auf No Name. Wieder taub sie. Tackle, Smetball. Ah, stimmt, das ist auch so eine Aktion, wodurch, da gab es dann so eine Geschichte mit Uri Geller. Ja, derjenige, der halt mit dem, macht Gedanken halt quasi den Dings da, den Löffel da gebogen hat. Nice, dann mal so. Ah, brav, ich Level 13. No way. Ta 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 ta
Oh, verdammt, ich kann nicht selbst kämpfen lassen. Das ist zu low life dafür. Togepi? Spoiler. Er will doch nicht ernsthaft. Der kann nichts anderes oder was? Ja genau, beim Käfer-Pokémon wirkt's auf einmal. Steh auf, wach auf, Smetbo. Smetbo. Wir gehen dann mal direkt durch nach Viola City und daheim nochmal kurz zu Pokémon. Wieso steht ein Smetbo nicht auf? Ja, der wird eng, wir fallen wieder in den Schaden. Wieder ein Kaffee verloren. Ah, verdammt, da kriegt Togepi aber auch noch Erfahrungspunkte. Ah. Nice, so. Togepi erreicht Level 7. Metronom. Jetzt das nächste Trainer, ihr habt das nächste Trainer, jawohl. Hallo! Hä? Okay. Gießkanne. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ja, bis zur nächsten Folge. Wir müssen wieder zurück zum Blumenladen. Jetzt ist es nicht so weit. Einfach dann bis zur nächsten Folge und ja, man kann sich nicht den Kanal abonnieren. Wir werden ein gutes Video. Bis zum nächsten Mal, oder? Ciao, ciao.